Jesus, heißen dich willkommen. Du bist in unserer Mitte, wir wollen dir begegnen. John, du bist willkommen, hier zu sprechen im Namen von Jesus Christus. John, you're welcome to come and speak in the name of Jesus. Freizusetzen, was freigesetzt werden muss. To set free what needs setting free. Etwas hervorzubringen, was der Leib Christi hier braucht. And to set free something that the body of Christ here needs. Tonight we're going to have a healing and miracle clinic. Heute Abend haben wir eine Heilungs- und Wunderklinik. Because God wants to teach you how to work in miracles. Denn Gott will euch lehren, wie ihr in Wundern gehen könnt. Whenever you're ministering to people, wann immer ihr Menschen dient, welcome the Holy Spirit. Heißt den Heiligen Geist willkommen. Because the Holy Spirit, denn der Heilige Geist, is the power, ist die Kraft of every miracle, in jedem Wunder. It's not by might. Nicht durch Macht, nor by power, und nicht durch Kraft, but by my spirit, sondern durch meinen Geist, says the Lord of hosts, sagt der Herr der Heerscharen. So when you're beginning to minister healing, also wenn ihr anfangt Heilungsdienst zu tun, acknowledge the Holy Spirit, dann ehrt zuerst den Heiligen Geist. The second thing, das zweite, honor the blood of Jesus. Ehrt das Blut Jesu. Where the blood is, the life is. Wo das Blut ist, da ist das Leben. Welcome the angels of God. Heißt die Engel Gottes willkommen. Hebrews chapter 1 verse 14. Hebräer 1 Vers 14. The angels are messengers of God. Die Engel sind Boten Gottes. Hebrews 1:14. Hebräer 1:14. Messaging spirits. Boten Geister, dienende Geister. We welcome the angels of heaven. Mm-hmm. Miracles are the act of faith. Wunder sind Ergebnisse von Glauben. I'm teaching you tonight how to have an atmosphere for miracles. Und ich lehre euch heute Abend, wie man eine Atmosphäre für Wunder hat. I ask people, do you believe that God will heal you? Ich frage Leute, glaubst du, dass Gott dich heilt? I hope so. Ich hoff's. I hope so. Ja, hoffentlich. No, no. Are you believing God for your miracle? Nee. Glaubst du, dass Gott das Wunder tut? I hope so. Ich hoffe es. Watch this. Hope. Also passt auf, Hoffnung is in the future. Ist in der Zukunft. Faith is right now. Glaube hat mit jetzt zu tun. The church has become great beggars. Die Gemeinde ist zu großartigen Bettlern geworden. God never said pray for me to heal. Gott hat nirgends gesagt, betet zu mir, dass ich heile. Jesus never prayed for anyone to be healed. Jesus hat niemals gebetet, dass jemand geheilt wird. He said, you do it. Er hat uns gesagt, geht ihr, heilt ihr. Miracles come when we enforce the name. Wunder kommen, wenn wir den Namen Jesu bekräftigen. Enforce the name. Jesus, heiße dich willkommen. Du bist in unserer Mitte, wir wollen dir begegnen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Er ist hier, Halleluja, Jesus. Danke, dass du da bist.